Mit Spannung erwartet wurde das Ende der Kuratoriumssitzung der Osterfestspiele am Donnerstag. Im Anschluss daran sollte der neue geschäftsführende Intendant vorgestellt werden. Landeshauptfrau Gabi Burgstaller präsentierte schließlich wenig überraschend Peter Allward als neuen geschäftsführenden Intendanten der Osterfestspiele. Der ehemalige Chef von EMI Classical ist für 3 Jahre bestellt. Und ich verspreche allen in diesem Zimmer, dass ich mein Bestes tun werde, dass, wenn man in Zukunft über die Osterfestspiele spricht, dass man von Kultur, von Musik und auch von wirtschaftlichem Erfolg sprechen werden kann und das Gewesene als Gewesene zu lassen. Gabi Burgstaller kündigte an, die Umwandlung der Osterfestspiele in eine GmbH noch vor den heurigen Festspielen durchzuführen. Die öffentliche Hand übernimmt eine Ausfallshaftung von 1 Million Euro. Bei der Gelegenheit bekräftigte Burgstaller erneut, sie hätte von den Vorgängen bei den Osterfestspielen nichts wissen können. Dass es eine 47-prozentige Steigerung der Personalkosten gegeben hätte, sei eine Fehlinterpretation. Also es ist nicht so, dass die Personalkosten der Osterfestspiele Geschäftsführung sich hier so dynamisch entwickelt haben, sondern das war eine Vorschau, was ist, wenn es eine Gleichbehandlung oder in etwa Gleichbehandlung der Orchester in Salzburg bei den Festspielen, bei allen Festspielen gibt. Darauf wollte ich noch verweisen, weil es mir einfach wichtig ist, dass Äpfel und Birnen nicht verglichen werden. Die Berliner Philharmoniker werden den Osterfestspielen erhalten bleiben. Es sei allerdings absurd, dass das Orchester bei all seinen Gastspielen ausverkauft sei, nur in Salzburg nicht. Ein Umdenken sei gefordert. Das fangen wir jetzt an. Wir freuen uns unglaublich, dass Peter Allward uns hilft dabei, in künstlerischen Fragen, aber auch in wirtschaftlichen Fragen über diese jetzt doch sehr schwere Zeit hinwegzukommen. Die Berliner Philharmoniker und Sir Simon Rattle freuen sich auf eine Zukunft in Salzburg und wir freuen uns ganz besonders darauf, hier tatsächlich ein künstlerisches Profil zu bringen, das den Rückenwind noch mitnimmt, den wir in den letzten Wochen in der Diskussion verbleibt, Berliner Philharmoniker in Salzburg oder nicht, aus Salzburg und aus Österreich gespürt haben. Ebenfalls erhalten bleiben wird dem Festspielen der interimistische Geschäftsführer Bernd Gaubinger. Er wird in Zukunft auf ehrenamtlicher Basis in einem Vier-Augen-Prinzip die Finanzgebarung von Peter Allward überprüfen.